Der Begriff Menopause dürfte den meisten ein Begriff sein. Doch weißt du, was genau in dieser Zeit passiert? Wenn nicht, dann bleib dran, denn ich bin Claire und erklär's dir. Die Menopause ist der Moment im Leben einer Frau, in der ihre reproduktive Phase abgeschlossen ist. Das kommt natürlich nicht plötzlich, sondern wird von den sogenannten Wechseljahren eingeleitet. Und dabei treten auch eine Reihe an hormonellen Veränderungen auf. Erstens Östrogenabnahme. Östrogen ist das Hauptgeschlechtshormon der Frau und während der Wechseljahre nimmt die Produktion dessen ab. Das passiert dann, wenn die Eierstöcke ihre Funktion einstellen und die Anzahl der Eizellen erschöpft ist. Zweitens Progesteronabnahme. Progesteron wird während der zweiten Zyklushälfte produziert und sorgt für die Regulierung des Menstruationszyklus sowie die Vorbereitung auf eine potenzielle Schwangerschaft. Kann es zu keiner Schwangerschaft mehr kommen, wird die Produktion natürlich reduziert. Und drittens Testosteronabnahme. Testosteron wird in geringen Mengen auch bei Frauen produziert. Die Abnahme dieses Hormons kann für einen Rückgang der sexuellen Lust und eine verringerte Muskelkraft sorgen. Darüber hinaus können noch weitere Hormone wie Cortisol, Insulin und Schilddrüsenhormone während der Wechseljahre und Menopause beeinflusst werden. Wie du es dir sicher denken kannst, kann es durch diese hormonellen Veränderungen zu vielen körperlichen und emotionalen Symptomen kommen. Beispielsweise Hitzewallungen, Stimmungsveränderungen und viele mehr. Fandest du diese Info interessant? Sag es uns in den Kommentaren. Bis bald!